Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Ich meine, ist heute Montag, Dienstag? Ich sag dir, ich weiß es nicht. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich erlebe denselben Tag nochmal. Das Gefühl kenne ich, Kumpel. Wirklich? Tust du das? Natürlich. Sieh mich doch an. Ich bin immer von Kartons umgeben. Gehe von Gasse zu Gasse in der Hoffnung, dass irgendein afrikanischer Prinz vorbeikommt und mir einen Umschlag in die Hand drückt. Ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich noch mit dir rede. Weil ich all die Antworten habe, die du suchst. Aber hast du auch die richtigen Fragen? Bin ich tot? Nein, das Konzept wäre für die Leute zu enttäuschend. Was für Leute? Schon gut. Hab ich die richtigen Fragen? Die hast du. Du weißt es nur noch nicht. Was soll das denn wieder heißen? Nichts. Ich wollte nur clever klingen. Tja, Mission fehlgeschlagen, Alter. Bin ich in der Zeit gefangen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo bist du genau jetzt? Okay, wo bin ich? Du bist hier. In der Gasse. Weißt du das nicht? Ich kann nicht glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Mal was anderes. Oh, mir fällt gerade ein, ich muss noch alles außer dem hier erledigen. Tschüss. Oh Mann. Ja, da steht der Typ hier doch. Ich versuche ja immer dem Gespräch. Nichts für mich. Wo wollen wir hin? Matts Wohnung oder Clayton's Cave? Wir gehen Matts Wohnung. Ich hole mir schnell noch ein Bier. Eine Sekunde, Leute. So, da bin ich wieder. Das heißt nicht, als hätte ich was verpasst, oder? Wieso sieht das hier anders aus? Den lasse ich lieber in Ruhe. Okay, gehen wir auf zur Netzwohnung. Hey, Sally, wie geht's dir? Halt die Fresse, halt deine scheiß Fresse! Hey, was habe ich denn gemacht? Oh, richtig. Du tust niemals irgendwas, Randall Hicks. Gott, ich hab dich so satt. Hau ab! Siegephase. Was ist denn in dich gefahren? Normalerweise fängst du nicht an zu schreien, bis ich was kaputt gemacht habe. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was soll ich nur machen? Wir haben die Hochzeit schon bezahlt. Ich glaub's einfach nicht. Was tue ich jetzt? Was zur Hölle tue ich jetzt nur? Ganz ruhig. Alles wird gut. Was? Willst du mich verarschen? Naja, das sagt man doch in so einer Situation, oder? Raus. Im Ernst. Lass mich einfach allein. Da ist ein Kopf, der auf dich in der Küche wartet und der sieht nicht sehr glücklich aus. Hat er gesagt, was er will? Nein, aber denk, du hast etwas mit all dem zu tun. Und ganz ehrlich, das glaube ich auch. Naja, das stimmt aber nicht. Mal echt, blinder Vandalismus ist mehr mein Ding, das weißt du doch. Du widerst mich. Warum? Wegen dem, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Lies den Brief, dann weißt du's. Welchen Brief? Matts Abschiedsbrief. Oh, der Brief. Übrigens ist gestern irgendwas passiert. Meine Erinnerung ist etwas vernebelt. Du willst wissen, was passiert ist? Tja, ihr seid passiert. Ihr habt's mal wieder verbockt. Alles, was ich wollte, war meine Verlobung feiern. War das denn zu viel verlangt? Aber wir haben doch eure Verlobung gefeiert. Oder nicht? Das ist also deine Vorstellung von feiern? Mein Verlobter hat sich buchstäblich über unsere ganze Küche verteilt. Oh ja, was für eine Feier! Über die ganze Küche verteilt? Ganz genau! Was zur Hölle hast du ihm gestern gesagt? Ich? Gar nichts. Du hast was gemacht.
Ich weiß es einfach. Hey, er war mein bester Freund. Ich würde nie etwas tun, das ihm schadet. Permanent schadet. Was hat Matt diesmal angestellt? Du weißt es wirklich nicht? Woher denn? Weil du ihn immer zu allem möglichen verrückten Scheiß anstiftest. Na los, sieh dir dein jüngstes Werk an. Du wirst beeindruckt sein. Sieht für mich nicht so lustig aus, du Mörder! Ich? Was? Halt's Maul! Okay, hier mal ein Tipp. Lern mal deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Wutausbrüche? Wutausbrüche! Ja, genau das ist es. Oh Gott. Was zum... Heilige Scheiße, Alter! Was zum Geier? Das hab ich nicht erwartet. Und was hast du erwartet? Frischen Apfelkuchen? Der war gut nett. Naja, nicht unbedingt ein Apfelkuchen, aber schon irgendwie Gebäck. Mr. Randall Hicks? Was zum Geier ist hier los? Ich habe es lieber, wenn Sie mich Susan nennen. Jetzt wird mal nicht frech, Kleiner. Ein falsches Wort und du wanderst direkt hinter Gitter. Und glaub mir, Susan wird noch der netteste Name für dich da drin sein. Er war mein bester Freund, ich würde ihm nie etwas antun. Beste Freunde, hä? Ja. Tja, irgendwas sagt mir, du bist gar nicht so ein guter bester Freund gewesen. Und irgendwas sagt mir, sie sollten im Dienst nicht so viel rauchen. Der Junge hat recht, Sir. Wenn ich deine Meinung hören will, sage ich's dir schon. Hey, wenn ich Alpha-Männchen google, glauben Sie, ich krieg dann Ihr Bild als Ergebnis, Sergeant? Oh, sieh an. Wir haben uns einen Witzbold geangelt. Denkst du, das hier ist witzig? Na, sag schon, Witzbold. Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Einerseits tut Matt mir leid. Wieder mal. Andererseits, also sein Torso da so auf dem Boden, überall Blut da, das ist ein ganz neues Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, aber auf eine gewisse Weise ist es komisch. Ja, definitiv. Matt, tut dir wieder mal leid? Was soll das heißen? Oh, nichts. Er ist nur einmal im Vergnügungspark verloren gegangen und hatte echt Angst, aber das war nichts, was man mit einer Monsterportion Zuckerwatte nicht hätte wieder hinbekommen können. Okay, kommen wir mal zur Sache. Woher wusstest du, dass das Matthew Griffins Leiche ist? Seine Kleidung ist unverwechselbar. Ich meine, selbst wenn er sich an Weihnachten als Osterhase verkleidet, würde ich Matt noch wiedererkennen. Und was zur Hölle hat der Osterhase mit Weihnachten zu tun? Tatsächlich verkleidet er sich als der fröhliche Mordhase. Aber wir sagen den Leuten immer, es sei der Osterhase, um Missverständnissen vorzubeugen. Das ist wirklich dämlich. Tut uns wirklich sehr leid, dass wir Weihnachten auf unsere Art feiern. Genug. Meine Geduld ist am Ende. Sag mir besser alles, was du hierüber weißt, sonst brech ich dir deine Nase und behaupte, du hast versucht, mich anzugreifen. Alles klar? Ja, ich bin einer von diesen Cops. Ich glaube, ich hatte gerade ein Flashback. Sicher, dass du sonst nichts sagen willst? So sicher, wie heute Montag ist. Und es ist doch Montag. Richtig? Richtig. Woher kanntest du Mr. Griffin? Oh. Und ich sollte sein Trauzeuge sein. Jetzt kann ich gar nicht die Rede halten, die ich vorbereitet hatte. Ich wollte seine Mutter so richtig fertig machen. Sie ist ein ganz schöner Brocken, wissen Sie? Ich hatte ein paar tolle Sachen in petto. Bin sicher, Matt hätte es geliebt. Aha, Mr. Griffin war also kurz davor zu heiraten. Interessant. Na, interessant würde ich jetzt nicht sagen. Ich dachte immer, er hätte größere Chancen, Mitglied der Fantastic Four zu werden, als zu heiraten. Aber naja... Da habe ich mich getäuscht. Tja, nicht ganz. So wird er jedenfalls niemanden mehr heiraten. Da haben Sie wohl recht. Ich hoffe, die andere Seite wird von Maschinen regiert. Das wäre ganz in seinem Sinne. Du hattest also Probleme mit Mr. Griffins Verlobter. Vielleicht sollte es ja, wenn es nach dir geht, keine Hochzeit geben. Probleme mit Sally? Das ist verrückt. Sie waren das perfekte Paar. Sie haben sich gegenseitig ergänzt, wissen Sie? Sie war die Stimme der Vernunft und Matt? Naja, weiß nicht. Er war eben Matt. Er hätte es ohne sie nie durchs College geschafft. Ganz zu schweigen von all den Schwierigkeiten und Schlägereien, vor denen sie uns bewahrt hat. Sally war es, die uns aus diesem türkischen Gefängnis geholt hat. Herrgott. Das war's also. Was war was? Die Frau deines besten Freundes. Du bist Abschaum. Ich weiß, was Sie denken, Sergeant. Aber Sally ist nur eine Freundin, mehr nicht. Alles klar? Oh ja, glasklar. War's das? Ja, das war alles.
Ich will jetzt gehen. Nicht so schnell. Ich will genau wissen, wo du warst und was du gemacht hast, als dein Freund hier sich entschlossen hat, die Wände mit seinen Innereien zu verschönern. Naja, also das ist etwas kompliziert, weil, lustige Sache. Oh, wirklich? Na dann schieß los. Ich liebe lustige Geschichten. Sehen Sie, ich habe gestern eine Menge gemacht. War ein irrer Tag, aber dann bin ich aufgewacht und nichts davon war passiert. Ich meine, schon irgendwie, aber nicht gestern, sondern heute. Aber nicht im selben heute. Verstehen Sie? Nein, tue ich nicht. Und das war nicht lustig. Also frage ich einfach nochmal. Was hast du letzte Nacht gemacht? Ich erinnere mich daran, genau hier mit Ihnen gesprochen zu haben. Ach was. Tja, ich definitiv nicht, Susan. Tja, dachte ich mir. Wir hatten gestern genau dasselbe Gespräch. Wovon zur Hölle redest du? Gestern hatte ich frei und war weit weg von Abschaum wie dir. Ja, naja, sieht aus, als wenn ihr gestern und mein gestern nicht viel gemeinsam haben. Ach komm, versuch nicht, mich zum Narren zu halten. Glaubst du wirklich, du kommst hier raus, nur weil du auf unzurechnungsfähig machst? Nein. Das ist einfach nur mein scheiße wie langweilig Gesicht. Und wenn wir dann fertig sind, würde ich gerne abholen. Ich habe eine Menge auf dem Zettel, verstehen Sie? Nicht so schnell, Allison. Das hier ist noch nicht vorbei. Jetzt ist es Allison. Echt jetzt? Gefällt dir nicht? Dann verklag mich doch. Im Ernst, was wollen Sie von mir? Ich weiß nichts. Du standest dem Opfer nahe und dein Name tauchte im Abschiedsbrief auf. Meinst du nicht, das macht dich verdächtig, Olivia? Oh, großer Gott. Suchen Sie sich einfach einen Frauennamen aus und bleiben Sie dabei, okay? Sie verwirren mich. Das ist mein Job. Was wollen Sie denn noch? Eine Autogrammkarte? Ich würde ein unterschriebenes Geständnis vorziehen. Ich weiß, dass du was verheimlichst und ich werde nicht aufgeben, bis ich herausgefunden habe, was das ist, Miss X. Erwarten Sie, dass ich sage, ich habe ihn getötet? Wird nicht passieren. Natürlich nicht, das weiß ich doch. Aber ich will wissen, wie tief genau du drin steckst. Und ich presse das aus dir raus. Alles. Und ich glaube, ich werde es genießen. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mich schon diesen blöden Brief lesen, dann haben wir es hinter uns. Nur zu, lies ihn. Aber ich sag dir jetzt schon, du siehst nicht sehr gut darin aus. Oh, und beweg deinen Arsch hierher zurück, wenn du durch bist. Oh, Captain, mein Captain. Die schwere Fahrt ist aus. Eine ungewisse Zukunft erwartet uns. Und das erste Mal habe ich Hoffnung. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert menschlichen Lebens erkennen kann, können wir es vielleicht auch. Ich möchte Randall für jede einzelne seiner selbstsüchtigen Taten danken. Dank dir sind meine Augen jetzt endlich offen. Und jetzt, da du mir das genommen hast, was mir am liebsten ist, weiß ich, ich muss den Tod nicht fürchten. Dir möchte ich auch danken, Mutter. Danke fürs Renovieren der Küche, für all die hochwertigen Geräte. Aber das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich dich zurücklasse, Sally. In diesem Karussell, das wir Leben nennen, warst du das Beste, was mir jemals passiert ist. Es tut mir leid, dir das anzutun, aber du musst weitermachen. Flieh vor diesem Wahnsinn und dreh dich nicht um. Lass dich von Randall nicht auf die dunkle Seite ziehen. Das allein zählt. Fall nicht auf ihn herein. Eine Sache noch. John mit dieser Maschine zu sehen, es machte die Dinge plötzlich so klar. Der Terminator würde niemals aufgeben. Er würde ihn niemals verlassen. Und er würde ihn niemals wehtun, niemals anschreien, niemals trinken und ihn schlagen oder sagen, er sei zu beschäftigt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Er würde immer da sein. Und er würde sterben, um ihn zu beschützen. Von allen Möchtegern-Vätern, die kamen und gingen, war dieses Ding, diese Maschine, der einzige, der etwas taugte. In einer wahnsinnigen Welt war das die einzig rationale Entscheidung. Ergebenst Walt Whitman. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Den Selbstmord mal außen vor. Reinste Poesie. Ich habe immer noch das Bild in meinem Kopf, wie beide spielen, während die Mutter im Hintergrund steht. Das Messer in der Hand. Alter, ich bin zu Tränen gerührt. Kann ich dann bitte gehen? Sie haben meine Nummer, also wenn Sie was brauchen, rufen Sie einfach an. Hey, hey, warum so eilig? Sehen Sie, ich habe noch mehr Leute in den Selbstmord zu treiben. Beweise, die ich vernichten muss. Ich bin echt beschäftigt. Du nimmst das hier einfach nicht ernst, Kleiner. Das wird dir noch leid tun.